Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo. Dankeschön. Vielleicht haben auch Sie, Dankeschön, sich im Leben schon mal hin und her gerissen gefühlt. Zwischen Alltag und Beruf, zwischen zwei Lieben oder auch zwischen unterschiedlichen Kulturen. Das Ganze kann anregend sein, aber es kann uns auch innerlich zerreißen. Zwischen zwei Welten, das ist heute unser Thema im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Christiane Wirz. Hallo bei uns im Nachtcafé. Zweieinhalb Jahre lebten sie in ihrer eigenen Welt, denn sie leiden an Schizophrenie. Sie fühlten sich verfolgt und glaubten sogar, sie seien die Tochter von Mick Jagger oder die Nichte von John F. Kennedy. Zunehmend verschwammen die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit mit schwerwiegenden Folgen. Erst durch eine Zwangseinweisung sind sie aus dieser Scheinwelt erwacht und fassen inzwischen langsam wieder Fuß in der Realität. Herzlich willkommen noch einmal, Christiane Wirz. Hallo bei uns. Auch Sie, Jack Barsky, haben in zwei Welten gelebt. Als deutscher KGB-Spion in den USA führten Sie ein abenteuerliches Doppelleben. Im Kalten Krieg standen Sie nicht nur zwischen zwei politischen Systemen, sondern auch zwischen zwei Identitäten und zwischen zwei Familien. Wie Sie diese Zeit erlebt haben und ob in Ihrem Agentenleben Platz war für Zweifel und innere Zerrissenheit, davon erzählt uns heute Jack Barsky. Lange fühlten Sie, Lynn, sich zwischen zwei Welten gefangen, ohne zu wissen, warum. Erst mit 20 haben Sie erfahren, Sie sind intersexuell, wurden mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren. Als Kleinkind machte man Sie operativ zu einem Mädchen, das Sie nie sein wollten. Heute haben Sie Ihr Dazwischensein angenommen, doch in unserer Gesellschaft gibt es leider immer noch so etwas wie eine Leerstelle für intersexuelle Menschen. Herzlich willkommen, Lynn, im Nachtcafé. Auch Sie, Janet Krischak, wurden früh in ein falsches Leben gezwungen. Denn als Tochter türkischer Einwanderer wurden Sie mit nur 13 Jahren zwangsverheiratet. Es folgte ein 12-jähriges Ehemartyrium. Währenddessen haben Sie völlig isoliert in einer Parallelwelt gelebt, mitten in Deutschland. Doch Sie suchten und fanden Anschluss an die deutsche Gesellschaft. Warum Sie über diesen Konflikt fast zerbrochen wären, das erzählt uns Janet Krischak. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen den Psychotherapeuten Christian Peter Dox. Sie wissen aus Ihrer Praxis, dass wir alle unterschiedliche Identitäten ausleben, je nach Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und all diese Identitäten ergeben die Persönlichkeit eines Menschen. Wann führt ein Leben zwischen zwei Welten zu innerer Zerrissenheit? Und wie gelingt es, die beiden Welten miteinander zu vereinen? Antworten dazu von Dr. Christian Peter Dox. Frau Wirz, Sie leiden unter Schizophrenie. Sie hatten 5 Psychosen. Die letzte akute Phase war 2,5 Jahre lang. Ich habe es angedeutet. Sie haben in dieser Zeit gedacht, Sie sind die Tochter von Mick Jagger und die Cousine von Netanyahu. Das mag manche hier sogar zum Schmunzeln bringen. Sie schmunzeln jetzt auch, aber es hatte sehr weitreichende, auch schwerwiegende Folgen für Sie. Wenn Sie auf diese akuten Phasen zurückblicken, wie sehr hatte das was von einem Leben in zwei Welten? Also in gewisser Hinsicht war die Welt, die ich mir in der Psychose irgendwie ausgedacht hatte, also diese Wahnwelt, war tatsächlich so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich habe mir die Welt irgendwie so erschaffen, also ich hatte einen Haufen Probleme, ich habe keine Medikamente genommen und in dem Moment hat irgendwas in mir ist sozusagen umgesprungen und hat angefangen, gewisse Dinge einfach auszublenden und sich sozusagen eine neue Welt zu erschaffen. Wenn Sie das schon so beschreiben, dann fangen wir doch einfach bei der ersten akuten Phase mal an. Das war 2001. Wo standen Sie da im Leben?
Also da war ich 34 Jahre alt und hatte als Journalistin, als Hörfunkjournalistin gerade eine Festanstellung bekommen. Mir ging es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte mich verliebt in einen Mann, der allerdings leider gebunden war, beziehungsweise wo es nicht klar war, ob er sich sozusagen für welche Frau er sich entscheidet. Und er hat sich leider nicht für mich entschieden. Und das konnte ich irgendwie, das war für mich so schlimm, dass ich irgendwie damals das erste Mal schon irgendwie meine in so eine Wahnwelt abgedriftet bin. Nur war das praktisch damals noch kein konsistentes System, sondern das muss man sich eher so vorstellen. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Kollegen, was denn zum Beispiel? Ich war unglaublich gestresst und Kollegen haben gemerkt, dass ich meine Arbeit nicht mehr normal verrichten konnte. Ich war unkonzentriert, ich konnte mich nicht mehr, ich habe unglaublich lange gebraucht für bestimmte Arbeitsvorgänge. Ich vergleiche das immer damit, dass ich sage, das ist ganz am Anfang und prinzipiell ist es so, das psychische Immunsystem klappt irgendwie zusammen. Man ist unglaublich empfänglich für alle möglichen sinnlichen Reize, ob das jetzt Gerüche sind, Bilder, was auch immer. Und man fängt an, die anders zu bewerten. Sie sind dann ja auch 4 Wochen lang auch in der psychiatrischen Klinik gewesen. War denn da schon klar, am Ende die Diagnose Schizophrenie, ist das deutlich gewesen? Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also auf alle Fälle ist der Begriff Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis damals schon gefallen. Das heißt, es war klar, ich habe eine Psychose. Und schizophrener Formenkreis hieß damals auch schon, dass das irgendwas mit paranoiden Elementen zu tun hat. Es gibt ja auch die paranoide Schizophrenie. Wie hat sich das bei Ihnen geäußert? Was heißt paranoide Momente eigentlich? Paranoid heißt, dass man sich irgendwie verfolgt fühlt. Diese Verfolgungswahn kommt tatsächlich daher, ich versuche nochmal das mit dem psychischen Immunsystem, dass man die Eindrücke kommen auf einen zu und man kann sie nicht mehr verarbeiten und man bewertet sie teilweise anders. Und wenn man die nicht mehr verarbeiten kann, dann ist das sozusagen so, als würde einen da was verfolgen. Und irgendwann denkt man dann auch tatsächlich, der oder diejenige verfolgt mich oder was ist das, wieso, was will der Mann da hinter mir und solche Geschichten. Und das ist das Paranoide daran. Herr Dox, was passiert bei so einer? Ich glaube, sie waren noch nicht gleich paranoid. Am Anfang war es eher so ein Warnsystem, das sich entwickelt hat, wo man von der wahnhaften Psychose spricht. Eigentlich das war ein isolierter Wahn zunächst mal. Und dann hat sich das ja weiterentwickelt. Was da passiert ist, was Sie als Immunsystem bezeichnen, ist, dass es sozusagen die Sicherung raushaut im Gehirn. Wenn einfach, das ist eine typische Stresspsychose, wie man sagt. Sie hatten emotionalen Stress, dann sind viele Sachen zusammengekommen. Dann haut es halt irgendwann die Sicherung raus, die nennt man Hippocampus oder Seepferdchen. Das ist sozusagen die Sicherung, die dafür da ist, dass das Hirn nicht überreizt wird. Und wenn das System nicht früh genug reagiert, dann werden so viele Botenstoffe ausgeschüttet, dass dann eben solche produktiven Symptome, wie man es nennt, entstehen. Wie sollen dann Außenstehende, wenn die das wahrnehmen, Arbeitskollegen haben das ja offensichtlich auch wahrgenommen und Freunde natürlich auch, wie sollen wir uns da verhalten? Also ganz wichtig ist, dass man erstmal nett mit den Leuten umgeht. Und was man als Psychiater sehr früh lernt, ist, man soll nie gegen einen Wahn angehen. Also was man falsch macht, oft ist dann zu sagen, du spinnst doch, du bist doch gar nicht die Tochter von Kennedy oder sonst was, sondern, also was ich immer auch mit meinen Patienten mache, wenn die halt wahnhaft sind, dann gehe ich mit in den Wahn rein und sage, ja, du begrüße dich. Also auf meiner Station waren immer ein Boris Becker und eine Steffi Graf. Und die haben immer einen Tennisschläger bekommen und mit denen bin ich im Wahn gearbeitet. Dann kriege ich eine Bindung und wenn du die Bindung hast, dann kannst du jemanden aus dem Wahn wieder rausbegleiten. Das Schlimme ist, wenn die Umwelt sagt, du spinnst völlig. Ja, und dann, wenn ich das ergänzen darf, sozusagen aus meiner Erfahrung, es ist einfach so, man aus irgendwelchen Gründen legt man sich, also man sieht nicht ein, dass man krank ist und man beharrt total, vielleicht weil man instinktiv spürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, beharrt total auf seinen Wahrheiten. Und wenn man das Unbeirrbare, dann, die Evidenz des Wahns, ja. Kommen wir doch zu dieser letzten Psychose. Sie haben beschrieben, wo Sie waren, als Sie die erste bekommen haben. Was kam da vor der letzten, besonders lang, 2,5 Jahre haben Sie in ihr gelebt. Was kam da alles zusammen, nur um Ihre Lebenssituation mal so greifen zu können? Also einmal muss man natürlich sagen, dass es von meiner Seite, also ich habe die Psychosen immer dann bekommen, wenn ich keine Medikamente genommen habe. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso hast du das überhaupt abgesetzt? Das ist natürlich wirklich eine gute Frage. Und wenn ich Ihnen einfach sage,
ich wäre so gerne gesund gewesen, ich wäre so gerne heil gewesen, ich wäre einfach so gerne normal gewesen wie andere und habe diese Hoffnung einfach irgendwie nicht aufgegeben. Welche Nebenwirkungen haben Medikamente? Ist nicht die Nebenwirkung, dass man sozusagen, dass die Sexualität eingeschränkt ist oder dass man dick wird, ist das Schlimmste. Das Schlimmste ist tatsächlich, wenn Sie zum Beispiel, wie Sie das jetzt merken, die Vögel draußen zwitschern, die Sonne kommt raus, mhm. Sie sehen einen Krokus oder eine Schneeglocke und wenn Sie zu viele Medikamente nehmen, wenn Sie zu sehr sozusagen vollgeballert werden mit Medikamenten, dann fehlt Ihnen dieses Freudegefühl in der Brust, wo Sie morgens denken, boah, ist das schön, ich stehe auf, ich gehe in den Tag hinein. Das wird sozusagen, das ist dann plötzlich weg und Sie denken irgendwie, Sie denken auch nicht, ach, ich bin jetzt unheimlich traurig, weil es jetzt irgendwie draußen neblig ist oder weil mich meine Freundin angerufen hat mit einer traurigen Nachricht, sondern dann, Sie reagieren auf beides praktisch nicht. Und das macht das Leben unglaublich eintönig und einerlei. Und ich glaube, das könnte auch für viele von meinen, sozusagen von denen, die mit mir an dieser Krankheit leiden, auch ein Grund sein, warum man immer wieder versucht, die abzusetzen. Kommen wir zu Ihrer langen Psychose, 2,5 Jahre. In welcher Situation waren Sie, als das losging? Da kamen wieder verschiedene Dinge zusammen, halt Stress und das. Und ich sage jetzt mal, das Dümmste, was ich wahrscheinlich hätte machen können und gemacht habe, war eben in so einer extremen Stresssituation eben auch noch die Medikamente auszuschleichen. Also so war die Situation. Sie haben dann zu Beginn dieser akuten Phase, relativ zu Beginn, eine Freundin in Berlin besucht. Was ist da am Flughafen passiert? Da ist eigentlich gar nichts passiert. Aber in meiner Vorstellung fing es dann irgendwie, also das war ungefähr 3 Monate, nachdem ich die letzten Medikamente genommen hatte. Und dann brach das sozusagen irgendwie durch, diese akute Phase. Und da habe ich dann angefangen, Wahnvorstellungen zu entwickeln, dass bestimmte, das ist nicht ganz einfach zu erklären. Also ich erzähle die Situation nochmal. Ich sitze am Gate, warte auf meinen Flieger und beobachte sozusagen Leute, die mit mir da warten. Und ich sehe eine Person, die irgendwie ähnlich aussieht, sage ich mal, wie irgendein bekannter Mensch. Ich nenne jetzt mal den ehemaligen CEO oder Co-CEO der Deutschen Bank, Jein. Und denke, der hat irgendwas mit Spekulationen zu tun. Und das war einfach nur ein Mann, der wahrscheinlich ein bisschen indisches Aussehen hatte. Und der hat mich irgendwie, da gab es irgendeine Assoziation zu dem. Und dann war ich der Meinung, dass der irgendwas Bösartiges vorhat und dieses Flugzeug zum Absturz bringen will, mit dem ich dann zurückfahre nach Köln. Und ich weiß, das hört sich alles total verrückt, dann ist ja auch verrückt, aber das sind ständige Assoziationen. Mhm. Und dann saß ich im Flieger und habe gedacht, ich kann gedanklich mit positiven Gedanken verhindern, dass das Flugzeug abstürzt und dass die Menschen, die da irgendeinen Anschlag vorhaben auf diesen Flug, das Tun von denen vereiteln. Also das ist jetzt wirklich schwer zu übersetzen und das kommt mir natürlich heute auch irgendwie abstrus vor. Aber man muss sich das halt, wie gesagt, so vorstellen, dass da Dinge auf einen einwirken, die man nicht mehr vernünftig bewerten kann. Sie haben ja auch Taten zur Folge. Als Sie gedacht haben, Sie sind die Cousine von Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, haben Sie sich ja in der Tat ins Flugzeug gesetzt, sind nach Israel geflogen und haben da auch in einem nicht ganz günstigen Hotel eingecheckt. Ja. In was für einem Hotel waren Sie? Das war das Waldorf Astoria. Waldorf Astoria. warum musste das dann so ein teures sein? Also ich habe es im Buch so geschrieben, habe ich geschrieben, dass man sich ja mit Netanyahu nicht in der Jugendherberge treffen kann. Ja, ist was dran vielleicht. Aber ich war ja auch der Meinung, dass ich sozusagen eigentlich was Besseres verdient hätte, als dieses Schicksal jetzt irgendwie von allen möglichen Leuten als krank betrachtet zu werden. Mhm. Und irgendwie, ich habe in dieser Zeit der Psychose, hatte ich teilweise kein Geld, ich habe gehungert und so. Und irgendwie dachte, habe ich mir das jetzt so zurechtgebastelt, dass zum Beispiel Benjamin Netanyahu mein Cousin ist. Und ich dachte, ich will das jetzt tatsächlich irgendwie mal testen und ich will Unterstützung von meinen Verwandten haben, weil es mir nicht gut geht. Und
Und haben Sie dann auch vor Ort versucht, irgendwie an ihn ranzukommen? Was haben Sie da erlebt? Also ich habe tatsächlich, was ich gemacht habe, ist, ich habe einmal beim... Das ist echt super peinlich, aber ich habe einmal beim Pressebüro des Ministerpräsidenten angerufen. Da ist die Verbindung allerdings nicht zustande gekommen. Und ich bin dann vom Waldorf Astoria tatsächlich irgendwann mal zu dem Amtssitz des Ministerpräsidenten und wollte da vorgelassen werden. Und die Sicherheitskräfte haben mich irgendwie total konsterniert angeguckt. Und ich habe denen das erzählt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich bin Journalistin. Und das war ich auch. Und das Witzige ist, ich habe Netanyahu tatsächlich mal vor 20 Jahren wirklich getroffen. Da war er Staatssekretär im Außenministerium, im israelischen Außenministerium. Und hatte noch ein Foto davon und habe das denen gezeigt. Und diese Sicherheitsbeamten, die haben sich bestimmt gedacht, was ist denn das jetzt? Aber fingen die an zu schmunzeln und haben gesagt, wenn sie sozusagen mit Benjamin Netanyahu verwandt sind, dann können sie ihn ja auch zu Hause aufsuchen. Und das habe ich mich dann aber nicht mehr getraut. Sie haben in dieser Zeit auch mal gedacht, Sie hätten einen Mann, der Sie, ich glaube in Köln, an einem bestimmten Platz abholen würde. Und waren dann einen ganzen Tag und eine ganze Nacht dort. Erzählen Sie mal, was ist da? Ja, da war ich mehrere Male. Das war auch, das vielleicht... Wenn ich ein paar Beispiele jetzt irgendwie erwähne, kann man es so ein ganz klein bisschen nachvollziehen, dass das halt so was komisch Assoziatives hat. Also ich hatte irgendwie, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, woher diese Assoziation kam, eben den Gedanken, da würde ich den Mann treffen, mit dem ich irgendwie eigentlich, zu dem ich eigentlich gehöre, und habe dann da tatsächlich... bin ich auf dem Platz hin und her gelaufen, in der heißesten, fragen Sie mich nicht, Juni, Juli oder Augustsonne. Und habe dann auch ständig versucht, irgendwelche Zeichen und Botschaften aus irgendwelchen total banalen Dingen herauszulesen. Also wenn sie da irgendeine Taube auf dem Boden entlang gewackelt ist, habe ich das irgendwie interpretiert. Oder da hatte ich dann auch mal die Wahnvorstellung, dass mein Vater mit einem Raumschiff kommt, weil dann wurde es Nacht und dann gab es da irgendwelche Sterne. Und ich habe gedacht, wissen Sie, das war dann wirklich wie so ein Science-Fiction-Film, und gedacht, da kommt jetzt irgendwie durch den Himmel mein Vater runter und rettet mich. Und der kam dann natürlich nicht. Und es war natürlich irgendwie ein bisschen Frust, aber der Wahn und dieses Festhalten an dem Wahn hat mich praktisch an diesem Platz gefesselt, und ich habe tatsächlich da eine Nacht habe ich da auf alle Fälle ausgeharrt, aber ich bin auch danach noch mal immer wieder hingegangen. Und es war einfach eine Weigerung da, die Realität zu akzeptieren. Wie ist das denn? Sind das nur Gedanken oder hat man auch Vorstellungen, also bildliche Vorstellungen, visualisiert man das auch? Oder sind das nur Gedanken? Ich glaube, das ist teilweise relativ unterschiedlich. Also es gibt Leute, die hören Stimmen, es gibt Leute, die sehen auch Dinge, die es gar nicht gibt. Das ist jetzt bei mir nicht so. Bei mir ist es einfach so ein wildes Assoziationsstruktur. Okay. Sie konnten damit ja nicht mehr arbeiten. Sie haben kein Geld mehr verdient. Wovon haben Sie überhaupt noch gelebt dann? Ja, das war eigentlich, also die Situation war schon so, dass ich auch verstanden habe, irgendwie, sie ist nicht gut für mich. Es war so, dass ich meine Zeit lang krankgeschrieben war, dann aber das auch nicht einsehen wollte. Ich habe meiner Krankenkasse geschrieben, sie könnten ihr Krankengeld behalten, ich wäre nicht krank. Also so weit ging das halt. Ne? Und dann habe ich Lebensversicherungen gekündigt, habe von den Lebensversicherungen gelebt, und und irgendwann kam dann tatsächlich die Betreuung, aber habe praktisch meine ganzen Ersparnisse mehr oder weniger aufgebraucht. Haben Sie sich in dieser Zeit auch mit Freunden, Bekannten, wem auch immer verscherzt? Oder haben Sie die vor den Kopf gestoßen? Ja, das war einfach so, dass viele Freunde nicht verstanden haben, dass ich die Hilfe nicht annehmen kann und nicht krankheitseinsichtig bin. Und es war einfach auch so, dass ich in Köln noch nicht so
super dichtes Netz von sozialen Kontakten hatte. In Mainz war das ein bisschen besser gewesen. Das ist auch ein bisschen so, dass ich aus der Mainzer Zeit noch Freunde habe, die, ja, die mich auch schon ein paar Mal erlebt haben, auch mal mit Macke. Und von denen ich weiß, dass sie sozusagen mir das auch wieder verzeihen können und dass sie das einordnen können. Und ich hatte in Köln noch nicht so viele. Und diejenigen, die ich hatte, die habe ich wohl relativ verschreckt. Wie sind Sie dann da rausgekommen? Also es war tatsächlich so, dass ich mir selbst nicht helfen konnte. Und dass ich habe dann eine Betreuung verpasst bekommen. Und die Betreuer haben dann irgendwann gesagt, die wird also zunehmend aggressiv, wir können da jetzt nicht mehr zuschauen. Und ich bin zwangseingewiesen worden. Und wie hat man Ihnen dann da geholfen? Also das war auch noch eine schwere Geburt. Ich habe dann natürlich auch nicht einsehen wollen, dass ich Medikamente nehmen soll. Und dann kam ein psychiatrischer Gutachter und dann hat das Amtsgericht festgestellt, dass man auch Gewalt anwenden darf. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann nehme ich sie. Also es war nicht so, dass man mich, die Gewalt wurde nicht angewendet. Wie ist das denn so? Ich meine, ich glaube, die meisten hier können das nicht so greifen. Vielleicht können Sie es beschreiben. Wenn die Psychose, wenn diese akute Phase langsam nachlässt, ist es dann so, von einem Moment auf den anderen, dass man dann plötzlich wieder einen Blick in die Realität hat? Oder ist das wie so ein Schleier, der sich langsam lüftet? Wie können wir uns das vorstellen? Also das mit dem Schleier ist schon gar nicht so schlecht, aber es ist praktisch so, dass es doch relativ schnell geht. Es ist allerdings so, dass die Kliniken versuchen, diesen Schock erstmal zu mildern, indem sie ihnen dann nicht nur diese antipsychotischen Medikamente geben, sondern auch noch Beruhigungsmittel, damit sie nicht gleich irgendwie total durchknallen, sage ich jetzt mal, weil wenn sie realisieren, was da alles sozusagen zu Brüche gegangen ist. Und worauf müssen... Das ist der schönste Moment für einen Psychiater übrigens. Ja? Ja? Also, weil man ja erstmal keine Medikamente nehmen will, aber dass wir dann sehr schnell sehen, dass das Gehirn sozusagen wieder anfängt, die Dinge richtig einzuordnen und dass man dann natürlich wieder sagt, auch, was habe ich gestern noch gedacht, was habe ich gestern noch... Für komische Sachen gemacht. Und dann wichtig ist dann die therapeutische Begleitung natürlich, dass man dann auch wirklich diese Scham und die Schuldgefühle, weil man mit einmal realisiert, was man gemacht hat, passiert ja dann auch. Das passiert eigentlich relativ schnell. Und das ist auch gut, dass Sie es sagen, weil man ja mal denkt, die Medikamente sind nur Teufelszeug. Also in dem Falle sind sie wirklich viel wert und auch gut, weil sie halt akut jemanden aus dem Zustand rausbringen. Wie schwer ist denn dann wieder der Weg in den Alltag des realen Lebens sozusagen? Der braucht Zeit, das muss man wirklich sagen. Der braucht wirklich viel Zeit und der braucht auch Begleitung. Und dann ist halt die Kunst wirklich, und da sind sicher in der Psychiatrie noch manche Sachen kritisch zu sehen, dann relativ schnell die Medikamente so zu verändern, dass jemand den Weg auch gut zurückfinden kann. Weil das Hirn hat die angenehme Eigenschaft, sich relativ schnell selbst zu reparieren. Wie geht es Ihnen denn heute, 2 Jahre nach dieser Zwangseinweisung? Also ich finde, mir geht's gut. Ich würde schon sagen, dass ich wieder ins Leben zurückgekommen bin. Ich habe einen Job, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin. Und arbeite also halb und arbeite dann noch frei als Journalistin und habe viele Freundschaften wieder knüpfen können. Viele Kollegen und Freunde haben irgendwie gesagt, jetzt kann ich das wirklich ein bisschen besser einschätzen, wie das alles ist. Und jetzt kann ich auch mit dir wieder ein bisschen besser reden. Und das hat mir so gut getan. Das hat mir so unendlich gut getan, dass ich praktisch mit denen wieder reden konnte. Und vielleicht war es für die auch so, dass die mit mir wieder reden konnten. Und das hat mich natürlich auch bestärkt, zu denken, okay, das muss in die Öffentlichkeit. Und das geht bestimmt vielen so, dass die noch nicht drüber geredet haben. Und dass es innerhalb von Familien und so Sprachlosigkeit gibt und so. Wir wünschen natürlich, dass diese 5. akute Phase die letzte war und dass Sie sozial und beruflich wieder so einen Zustand bekommen, dass Sie wieder Halt haben und dass Sie das Leben, soweit es Medikamente und Krankheit und so weiter auch zulassen, dass Sie das wieder richtig genießen können. Vielen Dank dafür, dass Sie all denen eine Stimme gegeben haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Danke. Herr Dr. Dox, wir haben uns schon mit so vielen Krankheiten beschäftigt in der Gesellschaft. Warum liegt auf dieser Krankheit, auf dieser Schizophrenie immer noch so ein bisschen ein Stigma? Naja, weil sie zum einen so unverständlich ist. Also sie entzieht sich einfach
dem, was viele sich vorstellen können. Dann ist es so, dass wir immer noch nicht wissen, woher sie kommt. Also es gibt viele Thesen, woher es kommt. Und wir wissen, dass es eine Stoffwechselstörung ist im Gehirn. Und was natürlich der meiner Ansicht nach große Fehler ist, dass viele dieser Patienten halt hinterher berentet werden. Und das ist halt für mich wirklich was, was ich sehr kritisch sehe, weil die aus dem Prozess rausgenommen werden und damit noch mehr stigmatisiert werden. Die könnten wirklich gut, wie Sie das gemacht haben, mit 50% wieder arbeiten und nachher, wir brauchen die Bestätigung. Das Problem ist ja, so eine Erkrankung zerstört ja dein Selbst, dein Selbstwertgefühl auch. Du denkst ja, du bist gar nichts mehr wert und du hast keine Bestätigung mehr. Und was diese Patienten unbedingt brauchen, ist der Weg zurück wieder in die Gesellschaft, was ihnen gelungen ist zum Teil, aber vielen anderen nicht gelingt. Und das ist heute noch falsch. Viele chronifizieren oder bleiben in der Psychoschiene hängen dann die ganze Zeit und sind dann in irgendwelchen therapeutischen Begleitgruppen und kriegen nicht mehr die Bestätigung, die sie brauchen. Ganz wichtig ist, dass das Selbst sich wieder repariert. Und das ist toll, dass Sie die Chance haben, das zu machen. Das ist vielen nicht gegeben. Und von mir auch nochmal ein großes Kompliment, dass Sie den Mut haben, auch anderen Menschen damit zu helfen, diese Welt zu öffnen, weil das so schwer zu verstehen ist. Also ich höre Ihnen natürlich zu und denke tausend Geschichten. Ich habe auch schon mal neben der Frau vom spanischen König im Flugzeug gesessen und habe erst 3 Stunden später gemerkt, dass die mitten im Wahn war. Also ich habe 3 Stunden gebraucht als Psychiater. Nun haben wir heute Gäste hier im Nachtcafé, die alle aus unterschiedlichen Perspektiven sehr ausgeprägte Erfahrungen mit dem Leben in 2 Welten gemacht haben. Aber wenn wir uns jetzt mal alle sehen, auch die Zuschauer des Nachtcafés, leben wir nicht alle in mehreren Welten in gewisser Weise? Wir leben jeden Tag dauernd in verschiedenen Welten. Jeder von uns lebt in seiner beruflichen Welt. Sie kennen diesen Satz, privat bin ich ganz anders. Ja? Also hoffe ich mal, dass Sie privat ganz anders sind, weil viele kriegen den Drive. Dann inzwischen die Frage der digitalen Welt, die ich ausgesprochen gefährlich finde. Ich habe Patienten, die tauchen, wenn sie nach Hause kommen, völlig in die digitale Welt ab und leben dann eine ganz andere Identität. Das finde ich wirklich gefährlich. Und natürlich spielen wir jeden Tag unterschiedliche Rollen. Wenn ich in der Klinik bin, bin ich Chefarzt. Wenn ich zu Hause bin, bin ich der Ehemann, bin ich hoffentlich anders als Chefarzt. Als Vater bin ich wieder anders. Also wir müssen ja alle, die wir hier sitzen, ständig neue Rollen bedienen und leben in unterschiedlichen Welten. Die Kunst liegt darin, alles zu integrieren und zu einer Gesamtpersönlichkeit werden zu können. Und das gelingt halt nicht mehr allen, sondern, was ich halt bei meinen Managern, ich berate ja viele Manager sehe, die bleiben auch Manager, wenn sie nach Hause kommen. Die sind auch sehr wichtig, wenn sie zu Hause sind. Die können nicht mehr umschalten. Und ich sage immer so, manche haben eine Maske, bei manchen wird die Maske dann halt zum Selbst. Also die haben keine mehr, sondern die werden zur Maske. Ist es auch zu schwierig, wenn wir in zu vielen Welten leben, also das Puzzle immer komplizierter wird und wir irgendwann das Bild von uns gar nicht mehr... Ja, wir verlieren uns. Das ist ja das, was heute, warum das so ein großer Trend ist mit der Achtsamkeit. Dass wir Achtsamkeit machen müssen, um wieder überhaupt uns selber zu spüren und zu gucken, wo wir hingehören, welche emotionale Identität wir haben. Bei diesem ganzen Theater, was wir machen, diese Aktivitäten, die wir tun, das ist ja, wir flüchten ja vor dem Vakuum der Leere, also vor der inneren Leere die ganze Zeit und dann sind wir immer wieder in verschiedenen Rollen und nachher weiß man gar nicht mehr, welche Rolle bin ich eigentlich wirklich ich selbst. Und dann verliert man den Kontakt zu sich selbst. Guter Übergang zu Ihnen, Herr Barsky. Sie haben ein Leben geführt, in das sich, glaube ich, nur wenige hineinversetzen können. Sie waren Spion, ein Leben mit 2 Identitäten, mit 2 Familien, in 2 Welten. Ja. Dieses Leben hat nicht als Jack Barsky begonnen, sondern als Albrecht Dittrich in der ehemaligen DDR. Wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, zum Beispiel an Ihre Jugendzeit, was waren so Ihre Vorstellungen, was waren Ihre Pläne vom Leben, die Sie hatten? Zum Ersten würde ich mal sagen, als Amerikaner bin ich ganz anders. Okay. Als welcher sitzen Sie denn jetzt hier? Jetzt bin ich so ziemlich zusammengeleimt. Als kleiner Junge habe ich immer mich bemüht, ein sehr guter Schüler zu sein und meinen Eltern manchmal zu folgen. Und wenn ich nicht gefolgt habe, dann hat es ein bisschen Dresche gegeben. Mhm. Aber so große Pläne hatte ich nicht. Ich war sehr ehrgeizig. Ehrgeizig? Ich wollte immer der Beste sein. Okay. Wie überzeugt waren Sie vom politischen System? Total, 100%. Mhm. Ja, da gibt es keine Entschuldigung dafür. Ich war totaler Kommunist. Sie waren ja dann auch in der SED. Sie haben Chemie studiert. Holen Sie für uns doch mal die Erinnerung zurück an den Tag, an dem dann zum ersten Mal der KGB, also der sowjetische Geheimdienst, bei Ihnen vorbeigeschaut hat.
Ja, da war ich im dritten Studienjahr und das war an einem Sonnabendnachmittag und da habe ich dann in meinem Zimmer gesessen und ein bisschen studiert und plötzlich hat es da geklopft. Und normalerweise im Wohnheim, da sind fast nie Fremde angekommen. Und normalerweise die Studenten würden eben nur klopfen und dann reinkommen. Und da hat geklopft und da ist keiner reingekommen. Wartete man auf irgendwas, einen herein oder sowas? Ja, ganz und da hatte das natürlich nicht gewusst. Da war aber auch kein Namensschild an der Tür. So, plötzlich kommt dann, und nach 10 Sekunden habe ich gesagt, kommen Sie mal rein. Und da kommt so ein kleiner Mann rein, der hatte so einen Gipsverband am linken Arm. Und der sah so ein bisschen wie so ein Wiesel aus. Sie können sich aber noch sehr genau erinnern. Der war mir von Anfang an sehr unangenehm. Aha. Und er hatte gesagt, ich bin vom Carl Zeiss Jena, das ist ja ein Betrieb, der in Jena da ist, und ich möchte mal mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen. In dem gleichen Moment, das war natürlich eine dumme Geschichte, sowas gab es ja damals überhaupt nicht. Man wurde ja nach dem Studium irgendwo hingeschickt. Und da habe ich gedacht, Stasi, gleich. Was habe ich jetzt verbrochen? Natürlich gar nichts. Und das ist mir dann auch eingefallen, dass er als Fremder nachher gewusst hat, wo ich wohnte. Ja, da gab es ja keine Namensschilder. Und ich habe da eben mitgespielt. Ja, ich wusste, dass natürlich da irgendwas kommen wird und da war ich mal dran interessiert. Und da haben wir so ein bisschen rumgeeiert und dann nach ungefähr 10 Minuten hat er hat er sich wieder noch mal vorgestellt, nicht mit einem Namen, aber gesagt, nee, das Carl Zeiss, das ist ja nicht richtig, ich bin ja von der Regierung. Also hat den Schleier gelüftet. Ein bisschen, ja, und ich bin ja so ein bisschen Witzbold, ich hätte ihn ja ihm das sehr unangenehm machen können, ich hätte ihn ja gefragt haben können, von welchem Teil der Regierung sind Sie denn? Habe ich aber nicht. Naja, Regierung, da haben wir noch ein bisschen unter uns unterhalten und am Ende, nach ungefähr so 20 Minuten, hat er mir die Frage gestellt, worauf er eine Antwort haben wollte. Können Sie sich vorstellen, mal für die Regierung zu arbeiten? Immer noch, wieder das so vorgegangen ist, er war nicht sehr gut trainiert. Alles war unglaublich, ja. Und da habe ich eben wieder mitgespielt und habe ihm gesagt, ich habe die Tür so ein bisschen offen gelassen. Ich habe gesagt, ja, aber nicht als Chemiker. Der hatte dann natürlich seine Antwort und ich habe die Tür offen gelassen, weil ich ja eben sehr neugierig bin und ich wollte mal sehen, wo das hingeht. Und das war das Ende dieser Begegnung. Und dann haben wir uns dann in der Woche in einem Restaurant getroffen und dann nochmal und zum zweiten Mal, da war ein anderer Mensch am Tisch. Und ich bin da so vorsichtig drauf zugegangen, weil ich nicht wusste, ob ich mich dann da hinsetzen könnte. Und da hat sich aber der Mann, der sich niemals mit Namen vorgestellt hat, ist aufgestanden, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, das ist Hermann, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Freunden. Naja, jetzt war ich beim KGB gelandet. Verstehe. So war das. Und war Ihnen denn, Sie haben gesagt, Sie waren ehrgeizig. Ja. War das auch der Reiz, zu gucken, ja, jetzt wollen wir doch mal sehen, wo es da hingehen kann? Vielleicht auch ein bisschen, die bestätigte Eitelkeit, die kommen ja auch nicht auf jeden so ungefähr. Hat Sie das auch gereizt? Unbedingt. Ja, der KGB war ja natürlich, da gab es ja so eine romantische Idee über die Kundschafter des Friedens. Da gab es ja Romane und ein bisschen im Fernsehen. Und ich hatte mich, obwohl das noch keiner gesagt hat, habe ich mir gedacht, dahin geht's natürlich. Und der KGB war natürlich der stärkste Geheimdienst in der Geschichte der Menschheit. Und die haben mich angeguckt und mich angeworben. Mhm. Das macht einen doch ziemlich stolz. Sie mussten dann ja auch erstmal die Tauglichkeit unter Beweis stellen. Sie waren eine Zeit lang in Berlin. Sie waren auch in Moskau. Was mussten Sie da tun? Was haben Sie da? Man hat eben festgestellt, dass ich möglicherweise Englisch so lernen könnte, als Amerikaner eingeschleust zu werden. Und da bin ich dann für zwei Monate in Moskau gewesen, Jahre in Moskau gewesen, um dort tatsächlich Englisch zu lernen. Wann haben Sie denn angefangen, was würden Sie sagen, eine Lüge zu leben? In dem Moment, wo ich mich von Jena abgesetzt habe. In Jena habe ich studiert. Weil ich ja jetzt plötzlich nicht mehr, ich war ja, meine Karriere war darauf gerichtet, um ein Professor zu werden. Ich war schon Assistent, ich war schon angestellt bei der Universität und ich war Beststudent. Ja.
Und alle meine Freunde, meine Mutter, meine Bekannten und Verwandten, die wussten alle, dass ich mal Professor werden will. Mhm. Und plötzlich habe ich es nicht mehr gemacht. Da habe ich dann jetzt den Leuten erzählt, ja, ich werde im Außenministerium arbeiten. Und so das, haben Sie dann auch die Abwesenheit im Ausland erklärt? Im Ausland, da war ich dann, da war ich bei der Botschaft beschäftigt. Ah, ja. Aber letztendlich konnte man das nicht erhalten, weil einmal mich meine Mutter in Moskau besucht hat. Mhm. Gott sei Dank hat sie nicht gefragt, dass sie meinen Arbeitsplatz sehen will. Mhm. Irgendwann war ja dann auch klar, Sie gehen in die USA. Sie werden in die USA entsandt. Sie haben von Ihrer Sprachbegabung ja gerade besprochen. Nun hatten Sie sich aber verliebt in Gerlinde. Ja. Sie haben auch geheiratet. Ja. War da auch der Gedanke, dass sie mitkommt? Ja, der Gedanke war, dass sie mitkommt, aber die haben sie von der Ferne psychologisch eingeschätzt und die war nicht stark genug. Was heißt das? Die konnte so ein Leben nicht durchmachen. Was wusste sie denn von Ihnen? Was wusste denn Ihre große Liebe, die Sie geheiratet haben, über das, was Sie gemacht haben? Sie wusste, wo ich hinging und was ich da tat, aber keine andere Sachen. Und die hat tatsächlich sich damit einverstanden erklärt. Und ihr habe ich erzählt, dass ich ungefähr 10 Jahre eingesetzt werde. Und das hat sie, weil sie schon mal mit anderen Männern es probiert hat, gesagt, das nehme ich in Kauf, weil ich keinen anderen finden kann. Wenn Sie ihr nicht die Wahrheit gesagt haben, sondern sie in irgendeiner Form angelogen haben, hatten Sie da ein schlechtes Gewissen, zumindest ihr gegenüber? Ich hatte mich von ihr getrennt, weil ich das nicht machen wollte. Und dann nach 2 Jahren, dann kam ich wieder zurück und plötzlich hat die an meine Tür geklopft und da war sie wieder da. Und da hat sie gesagt, liebst du mich noch? Und wo man dann 2 Jahre als Junggeselle in Moskau lebt und keine Freundin hat, da gibt's nur eine Antwort. Natürlich. Und von dem Moment da habe ich dann den KGB gefragt, habe ich gesagt, ist es mir erlaubt, mit ihr eine Beziehung zu haben? Und die haben gesagt, ja, weil ich dann schon hier ein hochtrainierter Agent war. Und jetzt wollten die mich nicht verlieren. Und dann habe ich ihr dann so stückchenweise die Wahrheit gesagt. Aus Ihnen ist dann Jack Barsky geworden. Aus Albrecht Dittrich wurde Jack Barsky. Mhm. Was war denn Ihre Mission, als Sie dann in den USA waren? Ich sollte ein Maulwurf in Illegaler werden und das ist mir auch gelungen. Und mich als Amerikaner ausgeben und in der Gesellschaft mich dann so langsam einzuleben. Und dann möglicherweise große Dinge in der Spionage verbringen. Ja. Aber sehr wichtig war, dass ich dort als Amerikaner leben konnte, weil solche Leute für den Geheimdienst sehr wichtig sind. Sie haben sich dann auch eingelebt. Sie haben erst mal einfache Jobs gemacht, Fahrradkurier, haben dann noch mal angefangen zu studieren als Informatiker. Mhm. Das heißt, Sie waren Albrecht Dittrich, der Spion. Ja. Und Sie waren Jack Barsky, der Informatiker mit seinen Kollegen in den USA und so weiter. Waren Sie dann auch vom Gefühl her mal der eine oder mal der andere? Wie war das zwischen diesen Welten? Und das hat sich tatsächlich mit der Zeit sehr entwickelt, dass ich tatsächlich, und das kann ich mir heute noch selbst beweisen, dass ich 2 Persönlichkeiten mir zusammengebastelt habe. Zum Beispiel bin ich alle 2 Jahre mal wieder zurückgefahren. Und nach 8 Jahren, da bin ich also wieder in die DDR gefahren und habe mich auf meine Familie gefreut. Der Albrecht ist eben nach Hause gefahren. Und dann bin ich wieder in die USA gekommen. Und der Jack hat sich auf die Heimat gefreut. Tatsächlich. Und die beiden haben tatsächlich nicht miteinander geredet. Ich hatte ja hier eine Frau und da eine Frau. Und das ist nicht normal. Ich bin niemals als Deutscher niemals fremdgegangen. Niemals hatte ich mehr als eine Freundin. Und als Amerikaner habe ich niemals eine andere Frau angerührt. Da war ich immer. Und Sie plötzlich hatten halt nur 2 Familien. Ne? Nur 2 Familien. Und ich habe mich auch nicht schuldig gefühlt, weil ich das eben total getrennt habe. Kann das funktionieren oder wie geht das? Das zeigt sich ja, so dass es funktionieren kann. Ich verstehe nur, ich bin ganz so ein bisschen baff, weil ich so zuhöre, denke, Sie haben ja sozusagen das ganze Privatleben geopfert. Waren Sie politisch so fanatisch? Oder? Also, dass Sie Gerlinde einfach so verlassen haben, die haben die Liebe so weggehauen. Die hatten, glaube ich, auch Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das Kind kam ein bisschen später. Aber dass man das alles opfert. Ja, das war nicht ganz so einfach. Diese Entscheidung war nicht so einfach. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, da hatte ich keine Freundin. Und ich hatte auch keine starke Verbindung zu meiner Mutter.
Die Verbindung war ja zu meinen Studienkollegen und zu meiner Basketballmannschaft. Und das war immer noch schwer. Allerdings war ich auch sehr, sehr, wie ich schon gesagt habe, ehrgeizig. Und tatsächlich hat man mich ausgesucht, mir was zu machen, was fast niemand machen konnte. Mhm. Und ich wollte auch ein Held werden. Und ich wollte die Welt sehen. Und ich war jetzt außerhalb des Gesetzes. Ja, ich war auch sehr hochmütig und arrogant, weil ich immer besser sein wollte als die anderen. Das klingt ziemlich narzisstisch, aber ich wollte noch kurz was erklären. Unbedingt. Weil Sie mit dem Lügen, weil Sie umso öfter, wir wissen alle übrigens, wir lügen ungefähr 3-5 Mal am Tag, alle, die hier sitzen. Und das Irre ist beim Gehirn, umso länger Sie lügen, desto besser trainiert das Hirn Lügen und glaubt die Lügen dann selber auch. Das heißt, umso länger Sie dieses Spiel gemacht haben, desto mehr sind Sie auch überzeugt davon, dass Sie wirklich beides haben. Das heißt, wenn er der einen Familie von der anderen nichts erzählt hat und war dann aber dort, dann können das trotzdem, trotz all dieses Lügengebäudes drumherum, echte Gefühle gewesen sein? Ja, dann war er ganz da. Und also, wenn er in Deutschland war, war er ganz woanders und beides war seine Welt. Und das ist seine Privatwelt, die er dann hat. Pseudologica Fantastica heißt das so schön für Psychiater. Aber er ist dann in seiner Welt. Das ist ja auch gar nicht so weit weg. Vielleicht gibt es hier im Raum, vielleicht auch zu Hause Menschen, die gerade 2 Liebesbeziehungen führen. Die eine weiß nichts von der anderen. Und wenn man da ist, denkt man, man ist da. Und wenn man da ist, also diese Möglichkeit gibt es ja auch im Alltag. Ich habe Patienten, die haben noch mehrere Liebesbeziehungen. Okay. Die hören mit 2 nicht auf. Aber entscheidend ist, man glaubt das dann. Das ist, man ist dann wirklich da, man ist in dieser Privatwelt und man ist überzeugt, dass das der eine und das andere. Wie gesagt, das war ein Gefühl, wo ich die Heimat da hatte und da hatte. Ja. Das war in hier drin, das hatte ich mir nicht mehr ausgedacht. Nein. Wie gesagt, da habe ich schon an diese Lügen geglaubt. Ja. Und das muss man ja wohl auch tun, sonst fliegt man auf. Ja, das war ja eine Notwendigkeit für diesen Beruf. Was haben Sie denn geliefert? Was haben Sie denn an den KGB geliefert? Nicht so viel, Gott sei Dank. Mhm. ich habe niemals irgendwas in der Hand gehabt, das Wort geheim drauf gestanden hat. Ich habe allerdings Leute profiliert, die man möglicherweise angeworben hatte. Das, ich weiß aber nicht, sowas hat man mir nie erzählt, ob ich da Erfolg hatte oder nicht. So, ich kann die Antwort natürlich nicht genau geben. Also Sie haben Profile formuliert, das war offensichtlich für Sie normal. Ja. Sie haben aber zum Beispiel auch den Wohnort eines ehemaligen KGB-Spions herausgefunden. Ja. Wenn der jetzt umgebracht worden wäre vom Geheimdienst, wären Sie dann nicht Handlanger eines Mordes gewesen? Ja. Auch da keine Skrupel? Im Nachhinein natürlich. Ich hatte ja nicht gewusst, warum die mich da hingeschickt haben. Da waren wahrscheinlich Leute daran interessiert, zu sehen, ob man den umbringen könnte. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Der ist normal verstorben. Geht das auch nur so ein Leben, wenn man keine Skrupel hat? Ich bin nicht sein Gewissen. Ja, aber Sie können doch in Köpfe hineinschauen. Ich glaube, diese Skrupel, also wir wissen, dass wir umso mehr Skrupel haben, umso näher uns Menschen sind. Was mich mehr trifft, ist eigentlich das, wie viele Menschen sich aus ihrem privaten Umfeld wehgetan haben. Ich meine, und zum KGB zu gehen und zu denken, man macht nur romantische Reisen, das ist, glaube ich, auch irgendwie illusionär. Also es ist einem klar, wenn du da hingehst, dann machst du auch Schweinereien. Ja. Und das habe ich natürlich unterdrückt. Das hat man verdrängt wahrscheinlich. Ja, ich hab meiner Mutter wehgetan, aber dann am Ende habe ich auch Gerlinde sehr wehgetan. Das habe ich gemeint, weil ich sie verlassen habe. Ja. Allerdings war es nicht, um das gute Leben in den USA zu genießen, und es war auch nicht wegen einer anderen Frau. Es war wegen eines Kindes. Und das ist das erste Mal, dass ich da mal an jemand anderen gedacht habe, wo sich mein Leben tatsächlich sehr verändert hat. Ich hatte eine 18 Monate alte kleine Tochter. In den USA? In den USA. Mit ihrer amerikanischen Frau? Ja, die ich aufgewachsen sehen habe, mit die ich geliebt habe, wie niemand zuvor. Und als mich dann der KGB zurückhaben wollte, da konnte ich nicht mehr gehen. Weil die kleine... Ich konnte mich von der Kleinen nicht trennen. Und wie haben Sie dann dem KGB gekündigt? Ja. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, dem KGB zu kündigen. Wie haben Sie das hingekriegt? Das war natürlich genial. Das hat man mir so gesagt. Ja. Mhm. Ich hab mich ja nicht bei den Amerikanern gemeldet. Davor hatte ich Angst.
Ich wollte mich nur zurückziehen. Und dann habe ich ihn im, da ist mir dieser Gedankenblitz da eingekommen und gesagt, habe ich ihn geschrieben. Mit, man kündigt ja normalerweise im Geheimdienst nicht. Mhm. Ich habe mit Geheimschrift gekündigt und habe ihm gesagt, ich kann nicht zurückkommen, weil ich AIDS habe. Mhm. Naja, in den 80er Jahren, das war ein Todesurteil. Und die haben es geglaubt. Ich hab natürlich gehofft, dass sie es glauben. Natürlich gut, Sie haben den Geheimdienst verarscht. Den habe ich. Tatsächlich haben die, den habe ich auch gefragt, den habe ich ihnen das Geld, das ich erspart hatte, da waren 60.000 Dollar Ersparnisse, meiner Familie in Deutschland zu geben. Und die haben das gemacht. Die haben der das Geld gegeben und ihr erzählt, dass ich schon gestorben bin. Und da war ich eben weg. Sie haben dann lange Zeit Ihre deutsche Familie nicht mehr gesehen. Mhm. Sie wurden dann irgendwann enttarnt. Manche Stationen muss man etwas zusammenfassen, sonst sitzen wir in einer Stunde noch hier. Sie wurden irgendwann enttarnt, haben dann aber mit den Amerikanern auch kooperiert, sind Jack Barsky geblieben. Ja. Wenn Sie heute zurückschauen, gibt es etwas, das Sie bereuen? Ja, natürlich, ja. Ich hatte mich in eine Situation manövriert, wo es keine gute Antwort mehr gab. Es ist so, als ob man in eine Einbahnstraße fährt und plötzlich gibt es da keine Nebenstraßen mehr und da gibt es nur eine Wand. Mhm. Und irgendwas muss da zerbrochen werden. Und was zerbrochen wurde, war meine Beziehung mit Gerlinde, die ich immer noch geliebt hatte. Mhm. Das bereue ich sehr, aber ich kann es eben nicht mehr gut machen. Ja? Tatsächlich hatte ich das Glück gehabt, dass die gute Seite dieser Entscheidung eben noch mit zu erleben, weil ja meine Tochter jetzt 30 Jahre alt ist und wunderschöne junge Dame ist und die weiß genau, wie sehr ihr Vater sie liebt. Und diese ganze Umdrehung hat aus mir, ich glaube, einen besseren Menschen gemacht. Ich glaube nicht mehr, dass ich ein Narzisst bin. Weiß sie auch, wer ihr Vater ist? Wer? Ihre Tochter? Oh, natürlich. Weil die hat ja so viele Identitäten kennengelernt von Ihnen. Nee, die weiß alles. Die weiß alles? Ja, die hat ja auch das Buch gelesen. Ja, aber es ist ja schlecht, wenn man erst ein Buch lesen muss, um seinen Vater kennenzulernen. Man merkt, Sie bereuen einiges. Da sind auch Stacheln übrig geblieben. Sie sind nicht auf das alles stolz, was Sie gemacht haben. Aber ja, immerhin zeigen Sie auch, dass die Liebe zu Ihrer Tochter Sie zu einem Menschen gemacht hat. Sie sagen selbst, Sie sind kein Narzisst mehr. Ich glaube nicht. Der heute hier sitzt und über das so redet. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Besuch. Mhm. Jack Barsky sagt jetzt nochmal. Wenn wir über das Leben in zwei Welten reden, Frau Krischak, dann muss man auch sagen, oft haben wir ja den Wunsch, in einer Welt zu leben und ein Leben zu führen, das unseren Bedürfnissen und Wertvorstellungen entspricht. Der Weg dahin kann aber manchmal lang sein. Für Sie war er lang. Sie wurden mit 13 zwangsverheiratet, haben fürchterliche Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Aber beginnen wir vorher. Sie wurden in Anatolien geboren. Wie haben Sie da Ihre Kindheit erlebt? Für mich war es die schönste Zeit meines Lebens. Oder ja, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Ich bin ja in so einem kleinen Dorf geboren, was von der Technologie, keine Spur von der Technologie war. Das heißt, wir hatten keinen Strom. Mhm. Wir haben unser Wasser noch aus dem Dorfbrunnen geholt, wo im Dorf ganz viele Brunnen waren. Mhm. Wir haben unser Essen noch in so einem Kaminfeuer gekocht und das Licht war halt Öllampen. Mehr gab es nicht. Und ich bin sehr frei aufgewachsen. Also das heißt, das ganze Dorf war so mein Spielplatz, die Natur und die Tiere. Wir hatten keine Spielsachen. Und es gab auch keine Regeln für uns Kinder. Und ich war ein ganz fröhliches Kind und auch sehr rebellisch. Rebellisch, mhm, sehr wild. Also ich war wie ein wildes Tier, die man nicht zähmen konnte. Ich war auch nicht zu zähmen. Mhm. Ich war richtig wild. Und das hat auch den Dorfbewohnern, auch meine Familie gefallen. Und deshalb hatte ich die Narrenfreiheit. Mhm. Es war ja deshalb für mich eine sehr schöne Zeit. Ich denke sehr gerne zurück. Anfang der 70er sind Ihre Eltern dann nach Deutschland gegangen. Ja. Sie sind erst noch mal zwei Jahre in der Türkei geblieben, ja, bei Ihren Großeltern, sind dann aber hinterher. Genau. Wie war das dann für Sie, so diese ersten Schritte in einer fremden Kultur?
Oh, eigentlich schrecklich. Damit hat für mich so der Albtraum angefangen, das ziemlich lange ging und auch sehr mein Leben, auch das Leben von meinen Geschwistern sehr geprägt hat, negativ. Sie haben 4 Geschwister heute. Das ist, ja. Sie haben ja eine dramatische Entwicklung dann erlebt, als Sie 13 waren. Eine Schwester, als Sie dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen sind, ist eine Ihrer Schwestern mit einem guten Freund durchgebrannt, ja. mit Ihrem Freund durchgebrannt. Das hatte aber weitreichende Folgen für Sie. Ja, und zwar dürfte ich dann Ihren Verlobten heiraten oder sollte ich heiraten. Meine Schwester ist durchgebrannt, was vielleicht auch normal war, selbstverständlich war. Und das war, glaube ich, ein Montag. Und am Samstag war meine Hochzeit in so eine kleine Kneipe. Am Samstag schon? Sofort die Woche drauf. Also ich habe damals eine Berufsvorbereitungsschule besucht, weil ich ja auch nicht mal die Grundschule beendet hatte. Und ich kam aus der Schule, es hat geregnet, das war ein Mittwoch, soweit ich mich erinnern kann, oder ein Dienstag, weiß ich nicht. Und mein Vater kam mit seinem Opel, mit meiner Mutter mir entgegen. Die wollten auf die Post und meinten, ich soll einsteigen. Da habe ich gesagt, nee, ich kann laufen. Ich war immer noch wild und so rebellisch und das Regen und ich war nicht, also ich war einfach, und dann war meine Mutter sehr streng. Nein, ich soll jetzt sofort ins Auto steigen, dann bin ich rein. Dann hat sie sich umgedreht und hat gesagt, ja, du wirst jetzt den Hassan heiraten. Und ich war erstmal baff, wie und was? Ja, den haben wir zurückgeholt, der wollte wieder in die Türkei. Und jetzt hat er zugestimmt, dass er dich zur Frau haben will und du wirst jetzt den heiraten. Das war's. Und wie war dann die Hochzeit? Die Hochzeit, dann kamen die Verwandten von ihm, er kam. Und dann haben die ein Hochzeitskleid mitgebracht, ein paar Sachen eingekauft. Dann haben sie so eine Kneipe, Bierschenke irgendwie gemietet, aber ohne viel Schnickschnack. Es gab einen Kassettenrekorder mit Musik. Ich wurde in diesem Kleid gezwängt und dahin. Und dann war es so, dass abends sie mich, das war ja in Kap Lindfort, also in Moers, in der Nähe von Moers. Und dann musste ich mit dieser fremden Familie, mit der Verwandtschaft von meinem Ex-Mann und ihm zusammen, Entschuldigung, in der Nacht nach Frankfurt fahren, weil es sich nicht gehört, dass die Hochzeitsnacht in der Familie der Frau vollzogen wird. Haben Sie nicht mit dem Gedanken gespielt, wegzurennen? Mit dem Gedanken wegzurennen. Das in dem Moment nicht. In dem Moment, ich denke, ich bin ja in einer Familie gewachsen, die ist ja, also nachdem wir in Deutschland waren, sehr zerstritten waren. Meine Eltern haben sich dauernd getrennt und gestritten. Das war eine sehr labile Familiengerüst. Das andere, mit 13 Jahren ist es ganz schwierig zu sagen, wen hat man? Ich habe keine Freunde, ich habe keine Bekannten, wo gehe ich hin? Ich habe keine Verwandtschaft. Ich habe schon mal probiert, mit 11 von zu Hause wegzurennen. Die Konsequenz war, dass ich dann grün und blau geschlagen worden bin von meiner Mutter. Mit Abschiedsbrief sogar. Mhm. Aber in dem Moment ist es ja so, dass auf der einen Seite es verlangt wird von einem, du bist jetzt unsere Rettung, du musst die Ehre der Familie retten. Ja? Wir sind eh niedergeschlagen. Die andere Geschichte ist, was ist, wenn ich Nein sage, werde ich eh ausgestoßen, wo kann ich hingehen? Wenn es jetzt die Zeit wäre mit Internet und Netz und keine Ahnung, ist was anderes. Damals war ich ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich wusste nicht mal, was Sexualität ist. Ich habe keine Ahnung gehabt. Sie waren sicherlich auch nicht mit 13 Jahren auf eine Hochzeitsnacht Nein, natürlich vorbereitet. Nicht. Und ohne jetzt da in intime Bereiche vorzudringen, aber wie waren da die Begleitumstände dann? Wie können wir uns das vorstellen? Also das heißt, ich bin im Auto von Kap Lindfort nach Frankfurt und ja, irgendwo in einem Zimmer saßen da, keine Ahnung, 15, 20 Leute, Männer, Frauen.
Und dann musste das vollzogen werden. Dann kommt das blutige Tuch als Beweis, dass ich Jungfrau bin. Meine Güte. Und das ist natürlich für eine Frau, für ein Mädchen sehr erniedrigend. Also im Nachhinein denke ich, man schämt sich ja auch, dass man denkt, okay, das ist was ganz Privates. Und dann warten sie und dann wird man noch dafür gelobt, dass man da ist und bekommt dann Geschenke. Ich fand das ganz schlimm. Also für mich war das ganz schlimm. Man kann ja gar nicht in die Augen schauen, aber für diese Gesellschaft ist es was ganz Normales. Und das Schlimme ist ja, ich war ja gar nicht vorbereitet. Also überhaupt nicht vorbereitet. Wie traumatisch war das Ganze für Sie? Ich denke, wenn ich mich so daran erinnere, ich war ich war gar nicht mehr ich. Ich war wie eingefroren, benebelt. Ich war wie gelähmt. Ich war einfach gelähmt. Ich habe nur noch funktioniert. Also ich habe es war nur eine Funktion. Wie kann man das psychisch überleben? Das Klassische, was man macht, dann ist das, was wir Dissoziieren nennen. Das heißt, man stellt sich neben sich selbst sozusagen. Genau. Man nimmt das wahr wie im Film, als wenn man das gar nicht selbst erlebt. Und das ist auch der Schutz, wie man überlegen kann. Also was ich toll finde jetzt schon, weil ich bin total betroffen, aber dass man einfach sehen kann, wie aus dem Trauma dann eine Persönlichkeit wird. Dass ein Trauma einen nicht vernichten muss. Nein. Das ist eine hochtraumatische. Ja. Das ist eine hochtraumatische Erfahrung, die Sie da gemacht haben. Und das war ja nicht die einzige. Nein. Das kann man sich ja jetzt vorstellen, einfach, dass das eine ganze Reihe war. Und das Einzige zu überlegen, ist dann einfach zu dissoziieren. Also wir nennen das dissoziative Identitätsstörung. Man stellt sich sozusagen neben sich selbst. Und das, nur so kann man es durchhalten. Das ist richtig. Ja, das ist eine gewisse Zeit. Ja, das ist eine schreckliche Zeit. Und Sie sind dann schnell schwanger geworden? Ich war sofort schwanger. Sofort schwanger? Ja. Mit 14 haben Sie... Meine Tochter bekommen, ja. Obwohl Sie selbst eigentlich noch ein Kind waren? Ja. Ihr Mann durfte nicht arbeiten. Nein. Sie sind also auch noch arbeiten gegangen, um der Familie die Existenz zu sichern. Ja. Sie haben gesagt, das Ganze geht eine gewisse Zeit. Ja. Wann ging es denn nicht mehr? Bis ich aus meinem Dornröschenschlaf oder bis dieses rebellische, wilde Kind oder Mädchen aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht worden bin. Ich sag mal, die ersten Jahre waren ganz schlimm, weil mein Ex-Mann ja eigentlich mich komplett eingesperrt hat. Das heißt, ich durfte alles machen. Ich musste arbeiten gehen, ich musste die Amtsgänge machen, ich musste dafür sorgen, dass er seinen Aufenthalt bekommt, dass er in Deutschland bleibt. Mhm. Ich habe alles Mögliche machen können, nur zu Hause war es so, auf Kommando, ich musste meinen Kaffee so trinken, wie er mir vorgegeben hat. Wenn er gesagt hat, ich trinke meinen Kaffee mit Milch und Zucker, das musst du auch machen. Seitdem trinke ich nie Kaffee mit Milch und Zucker. Ich hasse es. Oder ich habe jetzt... Da kam die Rebelle. Ja, aber am Anfang war es ja so, auf der einen Seite bin ich selbstständig. Ich versuche zu arbeiten. Ich war zum Beispiel in den ersten Monaten, wo ich schwanger war, im 8. Monat habe ich in so einem Mangel gearbeitet. Es war heiß. Ich habe 8 Stunden durchgearbeitet. In so einer Wäscherei, ne? In der Wäscherei. Ich konnte weder kochen noch Haushalt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Das habe ich nie gelernt. Ich war einfach ein wildes Mädchen. Ich habe Fußball gespielt, Karate. Ich habe Jungs gehauen. Ich habe nichts mit dem Kochen zu tun gehabt. Und auf einmal sollte ich die nette Hausfrau sein. Aber er ist ja mit mir umgegangen. Du darfst nicht lachen, du darfst nicht weinen. Es gab eine Zeit lang, wo ich einfach mich so unter Griff hatte. Ich habe jede meine Mimik, meine Körper, mein ich habe alles kontrollieren können. Wenn die Welt gelacht hat, ich saß da und habe nur zugeguckt. Irgendwann ging es aber nicht mehr. Sie haben irgendwann dann auch mehrere Suizidversuche unternommen. Was hat das so eskalieren lassen? Wann ging es dann einfach das nicht mehr? Das eine war, dass ich natürlich ganz viele Begegnungen dazu beigetragen habe. Es ist die Bildung zum Beispiel. Ich habe ja angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe das Glück gehabt, eine deutsche Freundin, also eine meiner besten Freundinnen, die Petra, zu begegnen, die mich dann mit ihr durfte ich raus. Sie war die einzige Person, die mich überall mitnehmen durfte. Sie war eine Kommunistin.
Ich habe zum Beispiel den Rafik Shami damals kennengelernt, auch die Vorlesungen mit ihr zusammen organisiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch viel geschrieben. Ich habe in eine Geheimsprache Tagebücher geführt, wo ich mit mir selber kommuniziert habe. Also Bildung war schon mal ein Stück weit Bildung raus, war, der, ein Stück ja, Weg und raus. Dann habe ich ja irgendwann die Liebe zu Bildung und Bücher und Schreiben entdeckt und wollte unbedingt einen Beruf machen. Er war dagegen. Irgendwann habe ich geschafft, durch die Familie, seine Familie zu sagen, lass die Frau. Und dann hatte ich ja beim Thyssen-Edelstahlwerken angefangen, Bürogehilfin. War zwar schwierig, habe Nächte durchgearbeitet, weil ich kaum Deutsch kannte. Mhm. Und je mehr ich mich gebildet habe und je mehr ich mich entwickelt habe, desto mehr kam dieses Rebellen in mir raus. Und was ich nie verstehen konnte, warum ich als Frau mir das gefallen lassen muss. Ich habe nie begriffen, warum ich als Mensch jemanden anders so eine Sklavin sein muss oder jemand, der über mein Leben bestimmt und ohne mich wahrzunehmen. Das habe ich nie verstehen können. Auch die Gesellschaft nicht. Also meine Gesellschaft nicht. Du bist die Frau und du musst das aushalten. Dann habe ich gesagt, ich habe doch Augen. Und wenn es einen Gott da oben gibt, ich habe Ohren, ich habe doch meine Gedanken. Warum hat dieser Gott mir das gegeben, wenn ich nicht denken soll? Also, ja, und ich denke so, ich war immer jemand, der gegen Ungerechtigkeit war. Immer, ob ich ein Kind war oder ich habe es nicht verkraften können, aber den Druck auch. Dass einfach alle gesagt haben, es ist uns egal, was mit dir passiert, du darfst leiden. Im Grunde genommen war ich ja mit meinen Problemen alleine. Es war ja niemand da. Und Hauptsache tue ich das, was sie von mir verlangen. Ich bin diese Beispielfrau, aber nicht ich selber. Sie haben Ihnen dann irgendwann ein Ultimatum gestellt. Was war das für ein Ultimatum? Es war so, dass ich mich trennen wollte, weil es nicht mehr ging. Ich habe ja sehr viele Suizidversuche gehabt. Dann war ich ja unter Beruhigungsmittel. Ich habe Spritzen bekommen. Dann wollte mich in die Psychiatrie. Beide der Meinung war, ich wäre verrückt. Ich hätte durchgedreht. Das waren dann diese Depression oder die Hilflosigkeit, diese Schreie. Kein Mensch hat es verstanden. Und dann hatte mal mein Vater und die ganze Sippe gesammelt, aber nur Männer. Da saßen 20 Männer, die sich über unsere Situation beraten wollten. Keine einzige Frau. Und dann wollten sie wissen, was Sache ist. Dann habe ich gesagt, ich möchte weg. Ich möchte mich trennen. Und dann haben sie versucht, mir einzureden. Und dann saß ich da und habe gedacht, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Also irgendwie bringe ich mich eh um, anstatt dieses Leben. Dann habe ich gesagt, okay, ihr habt zwei Alternativen. Entweder erschießt ihr mich oder ihr lässt mich gehen. Eine dritte Alternative. Ihr erschießt mich? Ja. Okay. Ich habe gesagt, eine dritte Alternative habt ihr nicht. Und jetzt dürft ihr euch entscheiden. Ich hatte in dem Moment keine Angst mehr. Und wenn man an einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, ich habe nichts mehr zu verlieren und ich bin bereit, den Tod ins Auge zu schauen, dann ist man auch bereit zu sagen, ja, entweder gehe ich oder so. Das war dann, hat mein Vater gesagt, komm, pack deinen Koffer, wo willst du hin? Das war's. Und dann durfte ich, aber das war natürlich nicht so einfach, weil sie der Hoffnung waren, wenn sie so sich ein paar Monate trennt, dann kommt sie zurück. Und als sie festgestellt haben, ich komme gar nicht mehr zurück, ich entwickle mich, das war noch ganz schlimm. Also ich wurde verfolgt, die Autoreifen wurden zerstochen, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Und irgendwann bin ich dann zu meiner Familie, weil es unerträglich war. Also ich habe mich nicht mehr getraut aus dem Haus. Irgendwann kam ein Cousin von meinem Mann und meinte, er muss sich mit mir unterhalten. Und dann waren wir Kaffee trinken, dann hat er mich gefragt, was Situation ist. Dann habe ich so erzählt, was ich erlebt habe. Dann meinte er, er ist froh, dass er mit mir geredet hat. Dann macht er so und dann sagt, ich bin eigentlich gekommen, um dich zu erschießen, weil du die Ehre der Familie beschmutzt hast. Aber jetzt glaube ich dir, weil ich denke, dass mein Cousin der Verrückte hier ist. Ich werde dafür sorgen, dass er dich nicht mehr belästigt. In dieser Situation haben Sie sich weitergebildet, haben eine Ausbildung fertig gemacht. Ich glaube, von uns allen erstmal überhaupt Respekt, dass das nach all dem so funktioniert hat.
Die Ehe wurde dann auch geschieden, die auch nach türkischem Recht geschlossen wurde, muss man dazu sagen. In Deutschland ist ja nun eine Zwangsehe erst recht mit einer 13-Jährigen auch verboten. Sie haben sich dann neu verliebt. In meinem jetzigen Mann. In Ihren jetzigen Mann. Sie haben geheiratet, Sie haben mit ihm auch gemeinsam eine Firma. Eine Firma, eine Tochter, unser Sonnenschein. Ja. Und wie ist heute so der Bezug zu Ihrer Familie, also zu Ihrem Vater, zu Ihrer Mutter? Ich denke, ich liebe meine Familie. Mhm. Zu meinem Vater habe ich ein sehr gutes Verhältnis, aber auch zu meinen Geschwistern. Ich habe das immer eigentlich gehabt. Also es war nie so, dass ich einen Groll oder Hass hatte. Ich war zwar wütend. Mhm. Auch in der Gesellschaft habe ich eine ganz besondere Stellung. Also ich werde respektiert in meiner Gesellschaft, in der anderen. Weil ich aber auch das bin, was ich bin und nicht mehr nach der Pfeife der Gesellschaft tanze. Und ich denke, für mich war es ja wichtig, es gab ja einen Punkt, wo ich hier oder nach Stuttgart kam, wo ich versucht habe, bei meiner Familie Fuß zu fassen und ich abgelehnt worden bin. Dann gab es wieder so einen Punkt, wo ich genau wieder so da stand und gedacht habe, jetzt fahre ich mit dem Auto und Waiblingen Berg runter und dann ist es aus. Dann habe ich mir noch mal überlegt, was ist denn passiert. Dann war ich so sauer, dass ich gesagt habe, du bist kein Feigling und du bringst dich jetzt nicht um. Du zeigst ihnen, was in einer Frau drinsteckt. Und irgendwann war es ja so, dass meine Familie gesehen hat, okay, die braucht keinen Mann, sie ist selber. Also sie ist selber intelligent genug. Aber inzwischen habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Was Sie jetzt sagen, das klingt so vernünftig, so als wenn Sie über jemand anders sprechen. Das ist natürlich lange her. Ja. Was aus Ihrer Geschichte deutlich wird, ist, Sie müssen unheimlich verzweifelte Zeiten durchgemacht haben. Ja, sehr. Das muss Ihnen die Seele fast gebrochen haben. Ja. Und das, was man dann kennt aus der kognitiven Dissonanz, wo man sagt, wenn das halt so groß wird, dann handelst du irgendwann, weil du sagst, es ist mir alles egal, aber ich will ja nicht verrecken. Es ist ein Schutzmechanismus, toll, wo Sie sagen. Das gemacht haben. Ja, genau. Ja, super. Und zu dem Punkt wollte ich auch noch mal. Ja. Natürlich verstehe ich, was Sie sagen, aber wenn das jetzt Ihr Weg war, zu sagen, ich kann nicht ändern, was ich nicht ändern kann. Ja. Meine Eltern haben so gehandelt, ich kann es nicht rückgängig machen. Und wenn das Ihr Weg ist, heute hier so zu sitzen, dann können wir nur noch mal sagen, Respekt einfach, dass Sie hier heute sitzen. Und ich finde auch, dass Sie auch so etwas sind wie ein Sprachrohr für all die Frauen, die nach wie vor Gewalt und Unterdrückung in Beziehungen erfahren. Das gibt es leider ja immer noch. Und ich glaube, darauf kann man gar nicht oft genug hinweisen. Und auch dafür nochmal danke. Tolles dafür, Beispiel dafür, dass Sie das hier machen. Das muss ich noch sagen. Ja. Sie sind ein tolles Beispiel dafür, wie man schwere Traumata integrieren kann. Ja. Wie Sie das in Ihre Lebensgeschichte integriert haben. Und ich finde, so eine starke Persönlichkeit darstellen jetzt. Und das finde ich auch noch mal wichtig, wenn Sie gerade sagen, Sie sind ein Sprachrohr. Dann sind Sie wirklich nicht nur ein Sprachrohr für die Frauen, die Gewalt erleben, sondern auch ein Sprachrohr für diejenigen, die traumatisiert worden sind. Und Sie zeigen, wie toll Sie das, also wie gut man es machen kann. Darf ich das noch ist mal? Ganz großartig. Danke. Ich würde noch ein Punkt sagen, man kann auch aus den Traumas oder aus dem Leid ganz stark rauskommen, indem man lernt, damit umzugehen. Indem man dieses Leid genauso annehmen kann wie die Freude. Genau. Es ist immer parallel. Wir haben bisher immer wieder über Erlebnisse geredet von Ihnen, die Sie sich zwischen zwei Welten bewegt haben. Es gibt aber ja auch die Situation, die Sie, Lynn, erfahren haben, dass man sich eigentlich entscheiden soll zwischen zwei Welten oder dass man für einen entscheidet, in welcher Welt man sich eigentlich aufzuhalten habe, aber man sich mit keiner von beiden identifiziert. Sie, Lynn, sind intersexuell, das heißt, Sie sind mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen zur Welt gekommen. Wann haben Sie, wenn Sie zurückdenken, gemerkt, mir ist irgendwas anders? Also erstmal muss man sagen, ich bin mit beiden Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen und war gesund, nicht? Mhm. Und weil es irgendwie aus irgendeinem Grund medizinisch als Krankheit dargestellt wird, werden diese Kinder operiert und angeglichen und dann eindeutig in die bestehenden Geschlechtermuster eingepasst. Ja. Mhm. Und
man erzählt dann den Eltern auch, sie sollen ihr Kind dann je nachdem nach dem gewählten Geschlecht, was halt entschieden wurde, dann erziehen und möglichst auch nicht drüber reden, weil man will ja die Identitätsentwicklung nicht stören. Ja. Das heißt, Sie wussten davon gar nichts? Ich wusste davon nichts, nein. Sie wurden wahrscheinlich operiert schon in den Lebensjahren, an die Sie sich jetzt heute gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich da leider sehr gut dran erinnern. Das ist auch ein großes Trauma, was ein großes Trauma darstellt. Also es ging bis Sie 9 waren, aber es begann ja, glaube ich, schon in den ersten 2 Jahren, an die Sie sich nicht mehr erinnern, ne? Richtig, mit den Operationen. Mhm. Ja, also in den ersten 2 Jahren das waren irgendwie 7 Operationen, da wurden die Hoden entfernt, da wurden die Eierstöcke entfernt, da wurde der Penis abgeschnitten, irgendwie, ja, da hat man viel gemacht, auch sehr viel kosmetisch, ne? Also es gab keine Krankheit, die vorlag, oder eine Dysfunktion. Das waren alles gesunde Organe. Warum hat man das denn, wie hat man das Ihren Eltern erklärt, warum das sein muss? Sie haben das gerade angedeutet. Ja, ist irgendwie, haben sie einen Gentest gemacht und dann war irgendwie so, da ist irgendwie XX. Ja, und das ist doch irgendwie eine Geschlechtsentwicklungsstörung. Ja, also man konnte das irgendwie nicht so richtig greifen. Und sagt, naja, das sollte ja eigentlich ein Mädchen werden. Ist irgendwie dazwischen stehen geblieben oder da ging es weiter, weil irgendwie ja dieses Weibliche auch ein bisschen so Default ist. Das heißt, es ging dann so ein bisschen weiter und dann konnte man sich das, weil es ja Twitter nicht geben darf oder nicht gedacht werden kann, auch von den Medizinern nicht, hat auch der Gesetzgeber damals empfohlen, es gibt eine Empfehlung, die sagt, eine Geschlechtseindeutigkeit muss hergestellt werden. Ja, und das bahnt natürlich den Weg für Genitalverstümmelung. Aber das heißt, was haben Sie denn dann wahrgenommen? Sie wussten von den Operationen nichts, zumindest von denen, die Sie nicht wahrnehmen konnten. Sie haben dann natürlich gemerkt, Sie wurden immer mal wieder operiert. Ja. Was haben Sie denn aus all dem sich für ein Bild zusammengesetzt? Naja, erstmal war irgendwie ganz viele Arztuntersuchungen, ständig ist irgendwas mit mir, auch irgendwas mit dem Genital, ja, was auch, also ich meine, das ist ja für ein normales Kind schon nicht so einfach oder in unserer Gesellschaft, ja, Genital, Sex, Lust, das ist ja alles schon irgendwie so ein komisches, schambesetztes Thema, nicht wahr? Und wenn dann da so ein Kind jetzt da reinwächst in diese Gesellschaft und sich da nicht... Ja, also, ne, und dann ist da immer irgendwas, ja, ich meine, da ist auch eine Scham und ich habe auch meinen Körper enorm als gefährlich wahrgenommen, ja, das ist sozusagen, so gucken Menschen auf mich und da ist irgendwas eklig, da ist irgendwas nicht in Ordnung, was ganz Ernstes stimmt mit meinem Körper nicht und ich habe natürlich auch so auf den Körper geguckt. Und es sollte eigentlich mein Zuhause sein. Und ich habe mich dann entschieden, erstmal Krieg gegen diesen Körper zu führen. Was heißt das? Krieg gegen den Körper? Naja, ich habe ihn abgewertet. Das kennen sicherlich viele Menschen, den Körper abwerten, sich selber nicht schön finden. Ja, aber damit macht man sozusagen, damit zerstört man sich das eigene Wohnzimmer. Ja, das ist ja eine dumme Idee eigentlich. Ne? Und ich habe dann auch angefangen, den Körper zu verletzen. Ich wollte ihn eigentlich zerstören, ja. Genau. Ich meine, dazu kam ja auch noch, man hatte ihnen die natürlichen Hormonproduzenten genommen. Ja, genau. Da mussten sie also Hormone nehmen, seitdem sie 10 sind. Ja. Oder dann hat man ihnen auch noch Wachstumsblocker gegeben, weil sie sehr. Was hat das auch mit ihrem Körper gemacht, mit ihrem Körpergefühl? Ja, also ich meine. Ich habe erstmal weibliche Hormone bekommen, weil natürlich hat man mich irgendwie zum Mädchen gemacht. Ich bin so in diesem Glauben aufgewachsen, habe mich da aber nicht verortet. Ja, ich konnte nicht andocken bei Mädchen. Ich konnte dann auch bei Jungs habe ich mich schon wohler gefühlt, ne, so mehr so, ja, da gehöre ich mehr dazu. Aber das war ja auch nicht denkbar, weil ich wusste, da ist irgendwas ganz schräg. Ne? Und diese weiblichen Hormone haben natürlich erstmal eine weibliche Pubertät eingeleitet. Dann bin ich recht groß. Also die Wachstumsprognose war auch, dass ich groß werde. Jetzt muss man dazu sagen, meine Eltern sind auch groß. Ja? Mhm. Aber irgendwas hat den Ärzten auch irgendwie Angst gemacht daran. Oder ja, es gab dann irgendwie so Mädchenwachstumskurve, Jungenwachstumskurve. Und ich hatte so eine Jungenwachstumskurve. Mhm. Und dann war gleich, nee, da müssen wir jetzt gleich den Deckel drauf machen, damit sich das bloß nicht, also wo kommen wir denn dahin, ne? Und das ist natürlich Gewalt und es hat sich auch so angefühlt. Also sowohl die weiblichen Hormone, reine weibliche Hormone, haben sich furchtbar angefühlt. Ich habe eine unglaubliche, noch zusätzlich eine zusätzliche Entfremdung von meinem Körper gespürt. Und was dann, hat das mit Ihrer Psyche gemacht? Hormone haben ja auch vorstellen, eine. Ja, eben. Was war da los mit der Psyche? Ja,
ich bin daran zerbrochen. Ja. Ja? Also ich bin in mir, ja, ich weiß nicht. Man kann durch Hormone auch psychotisch werden. Man kann, ich sag mal so, ich war da auch gut dran. Ja, ja, das also, denke ich, muss ein Wechselbad gewesen sein. Ja, total. Also, und im Alltag, Sie haben, glaube ich, mit 9 Kommunion gehabt. Und dann waren Sie aber ja in einem Kleid und mit langen Haaren. Also wie verkleidet waren Sie dann? Ja, es ist zu 100%. Zu 100% verkleidet. Also das war eine sehr schlimme Erinnerung für mich, ja, in dieses Kleid gesteckt worden zu sein. Ich meine, so ist das halt, Kommunion, Mädchen, Kleid, nicht? Das ist halt so, das sind Bahnen, da muss man rein, irgendwie, da muss man durch. Aber es war für mich, ja, ich weiß nicht, es fühlte sich immer enorm falsch an und es meinte nie mich, ja, also in dem Ganzen meinte es nie mich. Man muss dazu sagen, also fairerweise, dass meine Eltern mich auch gelassen haben, ne? Ich durfte Fußball spielen, ich durfte hier mit den zerrissenen Hosen und ne, irgendwie mich im Dreck wühlen mit den Hunden und so, ich weiß nicht, das machen natürlich auch einige Mädchen, ne? So rebellisch und, ne, das ist jetzt kein Geschlechtsmerkmal für Jungs alleine, ich nicht natürlich, aber ja, dieses Schicke und ich habe mich in dieser Rolle nicht finden können. Ja. Sie haben dann so mit 16 gemerkt, Sie fühlen sich zu Frauen hingezogen und waren auch verliebt und wollten Sie auch mit nach Hause bringen. Ja. Wie hat Ihre Mutter da reagiert, als Sie sich da offenbart haben? Ja, also erstmal dachte ich, oh, lesbisch ist schon ein echtes Problem. Da wusste ich aber noch nichts, was für Probleme da noch sich auftun. Lesbisch ist schon ein echtes Problem. Und ja, ich habe das natürlich so ein bisschen vorsichtig erzählt, so versucht so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen anfühlen, wie das war. Und meine Mutter hat da gar kein Problem mit gehabt. Ja, also allerdings hat sie dann gemeint, möchtest du lieber ein Mann sein? Und da ist bei mir natürlich, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das hat mir einen solchen tiefen Schreck eingejagt. Da habe ich wochenlang, wenn nicht jahrelang an diesem Satz mich aufgehangen, was das heißt, was meinte sie damit, bin ich nicht Frau genug, ja, also, oder reicht es nicht, ja, also es hat eine tiefe Krise ausgelöst und ich meine, die Krise war eh schon da, aber das hat alles noch verstärkt und es war einfach ein unglaubliches Durcheinander. Man muss sich das so vorstellen, ich konnte mich mit meiner Psyche nicht in meinem Körper verankern, ja, mit meiner Identität, ja, mit dem Körper oder das, was ich verkörpern sollte, das stimmte nicht überein, da hat es nie Klick gemacht, ja, und es ist furchtbar, wenn man in dem Haus, in dem man wohnt, sich nicht wohlfühlt, in dem man fremd ist, dann fängst du irgendwann an, dieses Haus niederzubrennen. Und da war ich irgendwann so drauf programmiert. Das war klar, ich muss diesen Körper zerstören. Der bringt mir nur Leid. Also ja. Sie haben, wenn man schon die Worte hört, Sie sprechen von Zerstören, von Niederbrennen, von wirklich tiefer Krise. Da war der Punk am Start. Also, Punk war am Start. Ja. Also man sah wirklich, das läuft auf nichts Gutes hinaus. Also das war, Sie waren ja so innerlich zerrissen. Hatten Sie denn überhaupt irgendwen, mit dem Sie sich da austauschen konnten? Irgendwen? Es gab ja keine Worte. Mhm. Ich konnte es ja nicht benennen. Es war so mystisch. Ja? Also ich konnte, was ich benennen konnte, war allerdings, ich hatte ja regelmäßige Arztbesuche, nicht wahr? Das heißt, es wurde ja ständig kontrolliert, Hormone. Mhm. Und was natürlich auch mit intersexuellen Kindern grundsätzlich passiert. Ne? Die werden ja immer so ein bisschen so eine Forschungsrichtung geschoben, weil es gibt ja überhaupt keine Daten dazu. Das heißt, Ärzte kennen sich nicht aus, die würfeln, ja, die machen irgendwas, die probieren rum, nicht? Und das heißt, es gab regelmäßige Arztbesuche und das kann man sich so vorstellen, da kam ich hin, da wurde über den Flur gepfiffen, ja, da wurde ich ausgezogen, auf den Tisch gelegt, ne? Und dann kamen ganz viele Leute rein, die ich vorher nie gesehen hatte, alle mit weißen Kitteln und jeder hält mal einen Finger rein, ne? Also so muss man sich das vorstellen, ja, also null Respekt, da wurde null mit mir drüber geredet. Ich Versuchsobjekt. Durfte immer rausgeschickt, wenn über mich geredet wurde, das war die Hölle, ja. Warum wurden Menschen, die es ja nicht selbst entschieden haben, so lange in ein Geschlecht gezwungen? Warum wurde das gemacht? Ich glaube, man kann sich erklären, es war halt so. Man hat das so gemacht. Man macht es sogar heute auch noch so. Ja, also, würden Sie aus heutiger Sicht sagen, da wird Ihnen auch Gewalt angetan? Sie sind ja nicht krank. Sie sind natürlich, ja, das ist eine Vergewaltigung. Das ist mehr als eine Vergewaltigung. Das ist, also auch da bin ich wieder irre betroffen. Und wenn Sie sagen, ich habe mich selbst verletzt, dann haben Sie selbstschädigende Handlungen gemacht. Absolut. Gegen sich selbst Gewalt angetan. Ja.
Obwohl sie ja genug Gewalt von außen schon hatten eigentlich. Allerdings. Ja. Aber da war ich sozusagen in Kontrolle, nicht? Das ist ja auch aber das war diese Zeit, glaube ich, auch, die, also die ist leider heute ja auch noch da, ja. Wo man ein Geschlecht erzwingen will. Du musst entweder männlich oder weiblich sein, obwohl das Bundesverfassungsgericht das inzwischen ja anders entschieden hat. Ich meine, ich habe es gesagt, wenn man zwei Angebote bekommt, die entscheiden, okay, sie müssen Mädchen sein, sie sollen Mädchen sein, man fühlt sich aber nicht als Mädchen, auch nicht richtig als Junge, fühlt ja. sich eigentlich gar nicht richtig zugehörig. Ist das nicht der direkte Weg in die Einsamkeit? Eigentlich schon. Ich glaube, aber es ist das Große auch, weil unsere Gesellschaft halt vorgibt, du bist Mann oder Frau. Wir haben das dritte Geschlecht noch nicht abgebildet. Und wir haben das Twitter-Sein gibt es ja noch nicht lange. Und ich finde es so gut, dass sie... Es gibt es schon immer, aber es ist nicht gesellschaftlich anerkannt. Es ist verloren gegangen. Ja. Ich finde es so wichtig, dass sie sagen, nein, das bin ich und das will ich sein und das darf ich auch sein. Wie ist denn für Sie der Weg zu einem positiven Selbstbild irgendwann gekommen? Was waren dann die wichtigen Schritte? Naja, ich war irgendwann nicht mehr lebensfähig. Ja? Mhm. Also das war dann irgendwann zu Ende. Das war auch mir klar. Also jetzt gibt es entweder den Weg, entweder entscheide ich mich jetzt, irgendwie wieder rauszukommen aus diesem Leid, oder ich, das war's. Ne? Also das war ganz klar, so konnte ich nicht weiterleben. Mhm. Und ich hatte zum Glück viel Hilfe und es war alles super. Eine fette Traumatherapie natürlich gemacht. Und irgendwann in der Therapie eröffnet mir die Therapeutin, die medizinischen Unterlagen von mir hatte. Mhm. Ich sei ja ein Hermaphrodit, ja, so wird es immer so schön. Das ist auch die Diagnose, Hermaphroditismus verus, ja, das Kind von Hermes und Aphrodite. Ja, mhm. Das also ein bisschen poetisch ausgedrückt. Und dann habe ich das natürlich nicht verstanden, also nicht richtig. Und dann, naja, Twitter halt. Twitter. Und das war für mich so, das hat mich so bedroht. Also es hat mich so bedroht. Da dachte ich auch, ich springe jetzt aus dem Fenster. Was mache ich denn damit? Ich wusste überhaupt nicht, also dieses ganze, oh, ich bin ein Alien, ich passe nicht rein. Dieser Körper, mit dem ist irgendwas nicht richtig. Und jetzt hat es auch noch einen Namen. Also das Monster hat einen Namen. Ne? Und das musste ich erstmal verkraften. Und aber als ich das so, es gab so einen Morgen, da bin ich dann wach geworden und dachte, oh, ja, genau. Das bin ich, ne? Und dann kam so ein Groove da rein, so wie, wow, jetzt macht alles Sinn. Es macht einfach Sinn, ja. Und auch, dass ich mich immer gewundert habe, warum mein Genital so unglaublich anders aussieht als bei anderen Frauen, nicht? Da hatte ich ja Vergleichs, konnte ich ja vergleichen. Also ich glaube, über den Groove freuen wir uns alle, dass wir den bekommen haben. Das freut mich. Ab dem Zeitpunkt, als Sie diesen Groove hatten, wie gehen Sie denn dann damit um? Also wenn Sie mit anderen Leuten sprechen, wann reden Sie überhaupt darüber? Wen hat das überhaupt zu interessieren? Ich erzähle es jedem. Ja? Ja. Und wie reagieren die anderen? Das hört sich so ein bisschen an, ob er es hören will oder nicht. Das ist was ganz Einfaches eigentlich. Ich bin da auch nicht verletzbar. Ja? Mhm. Das ist sozusagen mein immuner Punkt. Weil ich meine, man kann mich ja nicht beleidigen oder abwerten für etwas, was ich bin. Also ich meine, lassen Sie sich mal beschimpfen mit Mann. Also da würden Sie auch sagen, ja, okay. Ja, also das ist ja irgendwie total absurd. Ja? Und ich meine, ich bin ja massiv diskriminiert worden von der Gesellschaft. Also wirklich strukturell, ja, wie Sie gesagt haben, vergewaltigt, misshandelt. Alles mit medizinischen Stempel, obwohl es keine medizinische Notwendigkeit gab. Man kann zu Recht sagen, die haben mich krank gemacht. Jetzt bin ich abhängig mein Leben lang von Hormonersatztherapien. Mhm. Es gibt keine Ärzte, zu denen ich gehen kann, die nicht sofort Speichelfluss kriegen, wenn ich davon erzähle, was ich für eine Diagnose habe und so weiter. Ich muss sagen, jetzt stehe ich da und ich erzähle es den Leuten. Ne? Ja, und da war letztens einer so vom Konzert und da hat man sich unterhalten und der meinte dann so, ich muss mal was sagen, Sie als Kerl, also mir ist das auch schon mal passiert, wurden Sie mit einer Frau am Telefon schon mal verwechselt? Und ich habe dann gesagt, ständig. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen, das ist immer sehr lustig, und dann habe ich da so ein bisschen Spaß draus gemacht und habe dann gesagt, naja, aber die Wahrheit ist, ich bin ein Twitter. Und dann ist ihm das so aus dem Gesicht gefallen und ich muss das erstmal ein bisschen erklären. Das ist ja klar, das weiß ja keiner. Das ist ja komisch auch, dass das niemand weiß. Das wundert mich doch sehr.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat im November 2017 den Weg freigemacht, dass man auch ein drittes Geschlecht eintragen kann. Wie haben Sie dieses Urteil aufgenommen? Ach, das war super schön. Weil ich meine, es ist ja so, ich fühle mich in mir gefestigt und ich weiß, dass ich existiere. Ja, Leute sagen, oh, Fabelwesen, Unicorn und so. Das ist mir scheißegal. Ja. Ich bin ich und ich bin ein Mensch und ich lebe hier und ich stehe hier. Ne? Und entweder du kommst damit nicht klar oder nicht und dann geh mir halt aus dem Weg, wenn nicht. Ne? Und als die Gesellschaft, also Bundesverfassungsgericht, das entschieden hat, dass es das gibt, dass es Leid ja auch anerkennt von Twittern, die einfach systematisch rausgeschnitten werden aus dem System. Das muss man sich mal vorstellen, nur damit wir uns hier nicht beschäftigen müssen mit irgendwas. Ja, das ist eine Katastrophe. Und mich hat das so berührt und es gab so ein tiefes Durchatmen, weil es gibt auch heute noch so Momente, wo ich über die Straße laufe und einfach in Wut bin. In Wut, dass ich mich ständig erklären muss, dass ständig irgendwie ich da Bildungsbeauftragter spielen muss. Warum bin ich eigentlich der Aufklärer vom Dienst? Ja, ist aber scheiße. Wut darüber, dass Sie einfach so kaputt operiert worden sind. Ja, das sowieso. Also dass man Sie gezwungen, das ist ja eine ohnmächtige Wut. Wie wichtig ist es, dass Intersexuelle einfach auch eine Gruppe haben und auch offiziell eine Gruppe haben, der sie sich zugehörig fühlen, damit es endlich eine Identität gibt. Also ich meine, das war das Wichtigste daran. Nicht, dass ich darf so sein und ich muss nicht woanders in irgendeine andere Gruppe gesteckt werden. Also. Ja. Was wünschen Sie sich für Intersexuelle und auch für sich persönlich, wenn Sie jetzt noch weiterdenken? Also ich denke zuallererst an diese Kinder, die geboren werden und weiterhin, die Operationszahlen sind ja nicht zurückgegangen. Es gibt ja weiterhin Geschlecht auf Rezept, obwohl die Kinder gesund sind. Mhm. Ja. Da wird sich groß aufgeregt über Genitalverstümmelung zu Recht von Frauen in Afrika zum Beispiel. Da gibt es viele Frauen und auch Männer, die dagegen sind. Ist ja alles schön und gut, aber vor unserer Haustür in Deutschland, hier 2018, werden unglaublich viele Kinder immer noch genital verstümmelt. Ne? Gibt es die Diagnose noch? Na klar. Es steht ja im ICD-10 als immer noch als Krankheit. Und sprechen Sie mal mit Medizinern, die denken das ja immer noch so. Mhm. Und es gibt nur einen kleinen Teil von den Twittern, die tatsächlich irgendwelche Symptome haben oder irgendwas, wo man auch operieren muss, damit sie überhaupt Wasser lassen können zum Beispiel oder so. Mhm. Ja. Können die dann irgendwo in ein Land gehen, wo man nicht zwangsweise operiert wird? Man kann man ja als Säugling ja schlecht, nicht? Also, ja, natürlich, die Eltern. Ja, ist was dran, Herr Basti. Ja. Da ist was dran. Ich hab natürlich gedacht, dass die Eltern möglicherweise das einsehen können, aber die Eltern wissen es ja auch nicht. Die wissen es auch nicht. Das ist ja der springende Punkt. Die wissen das nicht, sie haben ein Twitter-Kind und sind plötzlich mit dieser Information, ich meine, so eine Geburt ist ja auch ein bisschen aufregend, sag ich mal. Und dann, wir wissen jetzt nicht, ob Junge oder Mädchen, oder erstmal kriegt man gesagt, es ist ein Mädchen und dann kommt, nee, ist doch ein Junge und dann wieder ein Mädchen und was ist denn jetzt? Ne? Also es kann unglaublich traumatisierend sein. Wenn ich über Sie rede, dann kann ich nicht sagen, er wäre falsch. Ich kann auch nicht sagen, sie wäre falsch. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, schauen Sie im Duden nach. Sie haben gesagt... Genau das ist es ja. Sie haben ja selbst gesagt, mir haben die Worte gefehlt. Haben Sie eine Lösung? Wenn es ehrlich ist wie Sie, haben Sie eine Wortschöpfung? Also ich sage immer gerne eher sie. Es kommt für mich am nächsten dazu. Mhm. Für dieses Frau, Mann, Herr, diese Anrede-Geschichte habe ich immer noch keine Lösung. Meistens hilft auch einfach den Vornamen sagen. Ja? Mhm. Mein Vorname, also Lynn, ist ja auch geschlechtsneutral. Den kann man sowohl männlich als auch weiblich lesen. Ja? Mhm. Und das ist für mich auch schön. Wie werden Sie in der Firma geführt? Als Frau oder als Mann? Ich habe letztens die Personalerin gehört, wie sie geflucht hat, dass sie im Finanzamt-Formular mein Geschlecht nicht eintragen kann. Und sie hat da angerufen und hat gesagt, das geht nicht. Ich habe einen Mitarbeiter, den kann ich hier nicht eintragen. Was soll das? Also ich glaube, an den Situationen sieht man und auch daran, dass wir noch nicht so die Worte dafür haben, dass es noch ein Weg ist hin zu einem selbstverständlichen Umgang. Aber ich bin mir auch sicher, dadurch, dass Sie hier sitzen und rausgehen und darüber erzählen und uns einfach zeigen, wie Sie aufgewachsen sind, was Sie erleben, wird dieser Weg beschleunigt. Und deshalb danke dafür. Zwischen
zwischen den Welten, eigentlich sage ich das immer, aber heute wieder mal ganz besonders zwischen den Welten. Dank auch an alle anderen Gäste hier bei uns in der Runde. Von uns nochmal. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit Gästen, die bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, die Blicke der anderen anziehen. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.